Wir müssen die Tür hinter ihnen schließen. Sorry, aber wir können nichts riskieren. Wir sind die neue Direktorin und wir sind diejenige, die in den Kampf geschickt wird, was auch sehr interessant ist. Mein bester Freund, der Feuerlöcher. Immer noch mehr. Einer kam durch und erwischt sie natürlich. Das ist ein dicker Bursche. Jetzt aber. So. Wo geht's denn jetzt weiter? Geradeaus. Gut. Zum Labor? Okay. Dir gefallen diese HV wohl? Klingt, als hätte Darling sie und das meiste hier gebaut. Wenn Marshall uns nicht mit Dylan helfen kann, ist er die nächstbeste Wahl.
Sofern er nicht tot ist. Oder vom Zischen erwischt. Oh, zack. Aber es ist gediegen. Sobald man ein paar Sachen mehr aufhebt und ein bisschen, fängt das immer an, so nervig zu lecken. Was haben wir denn hier Schönes? Rechts. Okay. Auf ein neues. Gekonnt ist eben gekonnt. Mehr Glück als Verstand. Du hast mich hergeführt. Weißt du, wie man das in Gang bringt? So. Erstmal ganz kurz gucken. Irgendwas Besonderes. Anscheinend nicht. Hallo nochmal, Direktorin. Wir haben ein neues Problem. Wir müssen die HFV-Maschine in Gang bringen. Ich habe schon mal Zündkerzen ausgetauscht. Aber das sieht etwas komplizierter aus. Darling muss ein System gehabt haben. Er hält nichts von Zufall. Die Lochkarten, die Symbole, die Terminals. Wie hängen sie zusammen? Ich sehe, was ich tun kann. Das scheint ein bisschen komplizierter zu sein.
Jede Lochkarte sollte zu einem Terminal passen. Hier. Die Zeichnungen auf den Whiteboards könnten wichtig sein. Er schien an etwas zu arbeiten, das mit diesen Symbolen zu tun hatte. 5. Checkpoint. Prisma ist zerbrochen. Darlings Prototypen sind problematisch. Wir brauchen einen neuen Plan. Wir brauchen mehr Schwarzsteinprismen, um die Maschine in Gang zu bringen. Darling hat noch ein Labor in der Schwarzsteinverarbeitung in der Wartung. Dort müssen die Prismen sein. Ich war bereits in der Wartung. Ich finde mich zurecht. Aber wie lange dauert das? Nichts hier ist einfach. Ich muss sie jetzt fragen, bevor ich gehe. Ich muss zuerst etwas wissen. Was wissen Sie über Dylan Fane? Ich habe die Frage erwartet. Es geht hier um Leben. Und wir müssen diese Maschine unbedingt zum Laufen bringen, um diese Leben zu retten. Danach können wir reden, Direktorin Fane. Ich sage es nur ungern, aber sie hat recht. Ich bin die Einzige, die helfen kann. Gut, ich besorge erstmal die Prismen. Dylan muss halt noch länger warten. Aber nennen Sie mich nicht Direktorin. Jessie reicht. Sagen wir Faden. Hier, Sie brauchen diese Schlüsselkarte. Danke. Emily Pope hat eine Basis in der Geschäftsleitung. Wenn ich das Prisma habe, treffen wir uns dort. Gut. Ich mache mich sofort auf den Weg. Wenn Sie Darling sehen, bringen Sie ihn her. Er könnte helfen, all das zu beenden. Mit nur einem einzigen großen UFV. Jetzt ist er da. Nicht mehr lange, dann erreicht uns eine andere Art von Resonanzen. Böse, virale, invasive Resonanzen. Und dafür sind die Hadron-Resonanzverstärker da. Um den Schutz einzufangen, den Hadron bietet. Und unser Überleben zu wahren. Hier. Dies führt zurück zur zentralen Forschung. Gut. Dann zurück zur zentralen Forschung.